Wie hat unser Wirtschaftssystem das Leben in den neuen Bundesländern geprägt? Ich glaube, dass der Osten eine Art Lehrbuchregion ist, um Wirken von Kapitalismus zu begreifen, weil hier in einer vergleichsweise kurzen Zeit so viele verschiedene Entwicklungsstufen dieses Systems zu beobachten waren. Ist der Kapitalismus noch zeitgemäß? Die Bedürfnisse der Menschen sind auf Wachstum ausgerichtet. Man kann eben sehen, dass der Kapitalismus an zwei absolute Grenzen gerät, nämlich an die Rohstoffgrenze und an die Umweltgrenze. Und dass es tatsächlich ums Überleben geht. Was hat die Politik für einen Einfluss auf die Ansiedlung von Weltkonzernen? Es ist nicht so, dass Staat und Markt gegeneinander kämpfen würden, sondern ganz im Gegenteil. Staat und Unternehmen kooperieren in einem enormen Ausmaß. Und wie geht es den Menschen an den Orten, die der Kapitalismus offensichtlich vergessen hat? Es kann in kapitalistischen Systemen durchaus passieren, dass Orte oder ganze Landstriche in Anführungsstrichen abgehängt werden. Das ist aber etwas, was wir in Deutschland uns absolut nicht leisten können. Ich hatte die interessante Funktion, in den Jahren 2006, 2007 Teil eines Projektteams zu sein, das sich darum gekümmert hat, wo wir einen Knotenpunkt wachstumsmäßig entwickeln können in Europa. Die etablierten Standorte, die wir hatten, die hatten eine absehbare Wachstumsgrenze. Das war vor allem in Brüssel, in Zaventem am Flughafen der Fall. Es gab insgesamt 87 Standorte, an denen das möglich gewesen wäre. Die Region um Leipzig-Halle hatte zu dem Zeitpunkt Probleme mit viel Arbeitslosigkeit und suchte dringend nach Berufen und nach Jobmöglichkeiten, vor allem auch im einfach qualifizierten Bereich. Und das haben wir als großen Vorteil gesehen. Wir haben einen uneingeschränkten 24-Stunden-Betrieb. Das gibt es in Deutschland nicht nochmal. Wir haben zwei unabhängige Landebahnen. Die zweite wird ja jetzt auch infolge der DHL-Entscheidung gebaut. 350 Millionen Euro investieren Sachsen und Sachsen-Anhalt in den Ausbau des Airports. Hier in Leipzig haben wir unser sogenanntes Hub. Wir haben sicherlich deutlich über 1 Milliarde Euro mittlerweile investiert am Standort. Hier treffen sich also fast alle Waren in Europa, die mit dem Flugzeug hier reingeflogen werden. Wir haben ungefähr 2.500 bis 3.000 Tonnen Fracht, die nachts transportiert werden. Das machen wir so mit zwischen 70 und 90 Flugzeugen, die sich hier in der Nacht treffen. Wir transportieren Waren in über 220 Territorien und Ländern in der Welt. Und dementsprechend bin ich schon der Meinung, dass unsere Dienstleistungen, die wir hier bringen, wichtig sind, auch für die Weltwirtschaft. Wir sind mittlerweile über 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort. Wir haben Piloten, wir haben Mechaniker, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Waren sortieren. Sämtliche Arten von Verwaltungspersonal. Ich habe, seit ich hier bin, seit 2007, 2008, eine unerhörte Dynamik wahrgenommen. Mit 300 Millionen Euro ist das Drehkreuz eine der größten Investitionen im Osten überhaupt. Grund genug für Angela Merkel, den Investor und die Baustelle zu besuchen. Die Bundeskanzlerin sichtlich erfreut über das neue Jobwunder vor den Toren Leipzigs. Die Leistungsbereitschaft, der Mut, auch Neues zu beginnen, der Menschen in dieser Region ist groß und ist nicht nur vergleichbar mit allen anderen europäischen Regionen, sondern wir sind überzeugt, wir sind natürlich auch ein kleines Stück besser. Wir haben positive Signale bekommen, dass man schon möchte, dass es möglich wird.
Und dann hatten wir aber einige Themen abzuarbeiten, die auch nicht so ganz leicht sind, wo man also auch sicher sein muss, bekommen wir das überhaupt hin? Und wir hatten damals Vertreter in der Kommune und auch im Bundesland, die den Mut hatten, sich die Bedürfnisse, die wir haben, anzuhören und hatten dann auch die Weitsicht zu sagen, wir machen das und wir tun auch unseren Teil dazu bei, dass das Ganze erfolgreich sein kann. Und das würde ich als absolute Stärke des Standortes bezeichnen. Und es gab dann auch Themen, wo sogar noch eine weitere Ebene beteiligt war, wo also dann der Präsident in Paris beteiligt wurde oder die Bundeskanzlerin in Deutschland und dann auch miteinander sprechen oder sich auch involvieren, um dafür zu sorgen, dass eine Ansiedlung in dem jeweiligen Land auch stattfinden kann. Also mit der Ansiedlung haben wir ganz konkrete Erwartungen gestellt, was notwendig ist, damit wir in der Lage sind, hier unseren Betrieb aufzunehmen. Dementsprechend kam aber eine ähnliche Anforderung an uns. Schafft Beschäftigung, wo wir in der Lage sind, dass die Mitarbeiter hier leben können und möglichst auch teilhaben an dem wirtschaftlichen Erfolg. Mich hatten Kolleginnen aus dem Personalnetzwerk angesprochen und haben gesagt, möchtest du nicht für DHL hier mit Standortentwicklung machen? Da geht es um Recruiting, aber auch um Grundstrukturen der Personalarbeit. Und das war in der Streuung ganz unterschiedlich. Es gab ein riesen Bewerbungsaufkommen für ganz normale Jobs in der Sortierung und auf dem Vorfeld. Also ich weiß auch, mein allererster physisch übergebener Vertrag. Da kommt ein Mann rein, der war in der zweiten Hälfte der 40er. Im Anzug, ja, hatte sich schick gemacht, stellte sich vor und sagte, er wäre hier, um seinen Arbeitsvertrag abzuholen. Naja, und ich saß da mit Jeans und so, ja. Und dann bin ich aufgestanden, dann habe ich den Vertrag genommen und dann habe ich das verbunden mit einer sehr persönlichen Geste, ja, und habe ihm gratuliert. Und ich wusste, der war über 5 Jahre arbeitslos. Also ohne eine Arbeit kann man eigentlich nicht Mensch sein. Und das haben wir hier, ich weiß nicht, über 7000 Mal gerade eingelöst. Wir sind stark gewachsen und haben uns toll entwickelt, bis zu 7000 Mitarbeiter oder über 7000 Mitarbeiter mittlerweile, aber auch im Umfeld. Wir haben nicht mehr fast 20% Arbeitslose, sondern wir haben mittlerweile 4% Arbeitslose. 3,5%, das nennt man eigentlich Vollbeschäftigung. Auf der anderen Seite haben sich die Vorzeichen verändert, dass es für uns mitnichten mehr so leicht ist, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu generieren. Mittlerweile bringen wir Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland, vor allem aus Spanien, an den Standort, statt weiterhin zu versuchen, ausschließlich aus dieser Region zu rekrutieren. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir mit unserer Tätigkeit, die wir hier machen, auch durchaus Lasten mitbringen. Dass wir nachts fliegen und dass wir damit nachts Lärm verursachen und dass wir hier betroffene Bevölkerung haben, die damit nicht einverstanden ist und damit auch ihre Probleme hat. Was wir tun können, ist, dass wir Flugzeuge modernisieren, dass wir modernere Flugzeuge anschaffen, die weniger Kerosin verbrauchen, weniger Lärm verursachen, dass wir bessere Fluglinien oder Flugwege nutzen. An solchen Dingen können wir arbeiten. Wo ich keine Kompromissfähigkeit erkennen kann, ist eine Forderung, dass wir nachts nicht mehr fliegen können. Das ist einfach nicht unser Geschäftsmodell und das ist auch nicht möglich. Und an diesen Erwartungen kann es auch unsererseits keinen Lösungsweg geben. Nach Abend starten ein paar Flugzeuge schon mal auch gegen 20 Uhr, aber es geht halt richtig los gegen 22 Uhr und dann hat man nochmal so Peaks 2 Uhr und 4 Uhr. Und wenn man da nachts aufwacht, ist es wirklich schwierig, wieder einzuschlafen. Wenn man dann am nächsten Morgen aufwacht und rausgehen will, riecht man das Kerosin, was die Flugzeuge ausgestoßen haben. Mein Engagement gegen diesen Flughafenausbau begann so mit ungefähr 15, 16. Ich glaube, es gibt offenbar jetzt gar kein Interesse daran, hier die Bevölkerung vor Ort so unbedingt da mit dahinter haben zu wollen. Es
geht darum, ja, die Projekte, die zum Beispiel Arbeitsplätze schaffen, die sich Leute vorgenommen haben, die einfach durchzusetzen und genau der Wirtschaft da ja, freien Spielraum zu geben. Zur Ansiedlung hier von DHL kann ich sagen, dass der erste Chef von DHL, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie der hieß, der hat gesagt, also das hätte er noch nicht mal in China so schnell durchgekriegt, wie das hier in Leipzig passiert ist mit der Ansiedlung. Noch kommt der Lärm von einer CD. Doch so ähnlich stellen sich Einwohner im Norden von Leipzig ihre Nachtruhe vor, wenn der Logistikriese DHL tatsächlich kommt. Denn das Geschäft mit der Luftfracht brummt vor allem nachts. Und mit ihren Ängsten und Sorgen sind die Demonstranten heute vors Leipziger Rathaus gezogen. Als das hier losging 2008, dann hat sich hier eine Bürgerinitiative gegründet. Da waren wir auch einige, wir haben uns da auch getroffen und so weiter. Aber im Laufe der Jahre lässt das Interesse dann völlig nach. Also im Moment, können Sie sagen, gibt es das gar nicht mehr, die Bürgerinitiative. Weil die Leute, die haben viel, also jetzt ganz besonders ganz andere Sorgen. Die müssen sich darum kümmern, dass sie genug Geld haben für ihr Leben, für ihre Heizung. Die machen sich Sorgen um ihre Arbeit und so weiter und so fort. Ich glaube, da tritt das ein bisschen in den Hintergrund. Na, wer es dann kann, der zieht weg. Ja, das wer ist kann. So. Aber wer Haus hat hier und wer, was will man machen, ja? Belegt ist ja, glaube ich, schon, dass es tendenziell leichter ist, was durchzudrücken im Osten, wenn es um Ansiedlungen geht. Und dass sozusagen der Organisationsgrad derer, die dagegen sind und gerne Widerstand organisieren würden, nicht so groß ist. Ich finde es erstmal normal, dass sozusagen im Osten die Leute erstmal ihr Leben irgendwie in den Griff kriegen mussten. Da kam mir erstmal ganz viel, was vorrangiger war, als die Organisation vielleicht von Widerstand gegen eine Ansiedlung. Also wann mache ich denn das, wenn sozusagen meine dringenderen Bedürfnisse einigermaßen abgesichert sind. So. Und, aber auch da merken wir jetzt langsam eine Veränderung. Da bilden sich ja jetzt Bündnisse. Und ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Prozess ist einer Gesellschaft, das noch mehr zu lernen und mehr zu machen. Joch, dir fort. Da oben. Ja, Flughafen ist nun mal Flughafen, kannst du nicht ändern. Wir arbeiten ja auch da oben. Es geht. Was willst du machen? Du musst dich dran gewöhnen. Freilich. Wenn ich dran denke, wie oft sie hier schon unterschrieben haben und wie öfter hier schon welche was gesagt haben, wegen Lärm, wegen sonstigen Sachen. Und da ist nie was passiert. Wir haben ja Lärmfenster gekriegt. Dort sieht man die älteren Gebäude von DHL, die auch mit den Jahren aber schon erweitert wurden. Genau, dort noch so Zelte, dann hier Kerosintanks. Ich weiß wirklich nicht, wie weit man hier gehen möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch noch weitere Ausbaustufen geplant sind, die jetzt aber noch in der Schublade liegen. Es ist noch keine so richtige Entscheidung da. Also klar, ja, der Flughafen darf in dieser Form ausbauen oder nein, darf er nicht. Es ist noch keine Entscheidung gefallen. Man kann schon wenigstens versuchen, was zu bewegen und hoffen, dass halt zum Beispiel dieses Planfeststellungsverfahren, dass es ein ehrliches Verfahren wird. Viele Leute haben das Vertrauen inzwischen verloren und schreiben deshalb zum Beispiel gar keinen Einwand mehr, sondern sagen, können wir eh nichts gegen machen. Aber ich finde, man sollte es trotzdem noch versuchen. Und Engagement auf kommunaler Ebene ist wichtig, weil man dort eben meistens noch direkt was bewegen kann. Von dieser Position aus kann man ganz gut die Funktion des Standortes erkennen. Wir sehen also auf der linken Seite das Landebahnsystem, an dem die Flugzeuge starten und landen. Und in dem linken Gebäude befindet sich die Sortieranlage, in der die Ware dann umgeschlagen wird. Sie können hier auch ganz schön die Ausprägung sehen, in der wir tätig geworden sind seit 2008 und im Anfang. Also wenn Sie hier diese erste Betonfläche nehmen, die zweite Betonfläche und den ersten gelben Riegel, da haben wir angefangen. Die Vorfelderweiterung ist die erste Ausbaustufe und das Planfeststellungsverfahren, das jetzt gerade läuft, befasst sich dann damit,
weitere 30 Parkpositionen am östlichen Ende Richtung dem Porsche-Werk entstehen zu lassen. Wir haben ja sehr gute Rahmenbedingungen vorgefunden. Und diese sehr guten Rahmenbedingungen äußern sich auch darin, dass wir Wachstumspotenzial haben. Da Leipzig für uns ein integraler Bestandteil dieses Expressnetzwerks ist, ist für uns wichtig, dass wir an diesem für uns so wichtigen Standort auch die Rahmenbedingungen vortreffen oder vorhalten, wenn wir wachsen wollen und wachsen müssen, dass wir das auch an diesem Standort können. Und aus diesem Grunde stellen wir diese Anträge. Aus diesem Grunde ist es für uns wichtig, dass wir uns hier bewegen können und dass wir hier in der Lage sind, so wie unsere Kunden das Produkt nachfragen, auch die entsprechende Infrastruktur vorzuhalten. Wenn wir das nicht können, dann müssen wir uns was anderes überlegen. An dem Punkt sind wir aber gar nicht. Wir werden eher darum ringen, dass wir die Kompromisse herbeiführen können, dass unsere Interessen übereinander liegen, dass dieser Standort seiner Funktion gerecht wird, auch in der Zukunft.